Entente? Eure Majestät. Marie? Karl Theodor? Majestät. Sophie? Mathilde? Nee, nee. Maximilian? Ich wusste gar nicht, dass Sie mit der ganzen Familie nach Bad Ischl gekommen sind. Majestät, kennen doch Elisabeth und ihre Kapricen. Plötzlich vermisst sie ihre Brüder und Schwestern. Da mussten wir natürlich sofort dabei eilen. Nun, ich hoffe, Elisabeth fühlt sich besser. Oh, Sie dürfen mir glauben, Majestät. Wir alle haben unser Bestes getan, um sie ein bisschen aufzumuntern. Ganz bestimmt. Wir hatten eine angenehme Fahrt. Ich mag Reisen nicht. Mon Cousin? Ich habe von meinem Kurier aus Schloss Berg diese Blumen. Aus dem Treibhaus dort. Oh. Wie wundervoll sie duften. Sophie, riech mal. Oh ja, wundervoll. Dankeschön. Ich habe Sie lange nicht gesehen. Ich freue mich, wieder unter Ihnen weinen zu dürfen. Sie trinken doch ein Glas mit mir. Mit Vergnügen, Majestät. Schon lange hat es hier in Bad Ischl nicht mehr ein so glänzendes Zusammentreffen gegeben wie dieses Jahr, glaube ich. Elisabeth hat mir erzählt, dass die Zarentochter hier ist. Und der Kronprinz von Preußen. Und demnächst wird auch der Kaiser erwartet. Nicht wahr, Elisabeth? Ja. Ja, Franz hat telegrafiert. Er will so schnell wie möglich hier sein. Es gibt doch nichts Hübscheres als ein richtiges Familientreffen. Euer Majestät haben ganz recht daran getan, mit Elisabeth darüber zu sprechen. Durften Sie nicht her? So werden alle Sophies Anwesenheit hier für einen Verwandtenbesuch halten. Sophie? Ja? Sophie bewundert Wagners herrliche Musik fast so sehr wie Sie, mein Cousin. Ich bin sicher, Sie beide hätten sehr viel Gesprächsstoff zusammen. Ich bin untröstlich. Ich muss diesem Vergnügen entsagen. Ich bin nur hier, um mich zu verabschieden. Ich muss morgen früh zurück in München sein. Ich fahre noch heute Nacht. Und nun, ma tante? Entschuldigen Sie mich bitte. Ludwig. Ich muss mich bedanken für diese Tage voller Glück. Ich werde auf Sie warten, auch wenn Sie mir nie etwas versprochen haben. Sie müssen zum Tristan kommen. Wenn Sie die Musik von Wagner hören, werden Sie alles verstehen, was ich versucht habe, Ihnen zu sagen. Und dann verstehen Sie auch mich. Sie müssen kommen.